Du fährst ja gerne Fahrrad, ne? Ja, unheimlich gerne. Aber ich möchte sagen, ich habe das Elektrofahrrad für mich entdeckt. Das ist super. Nein. Es würde jetzt ein paar Tipps geben, wie man Fahrradfahren noch besser macht, damit es auch wirklich die gesündeste Sportart der Welt quasi ist. Charlotte Kalinder weiß Bescheid. Vermute, elektronisch ist dann nicht so gesund für den Körper. Sat.1 Gesundheitsreporterin Charlotte Kalinder mit dem Fahrrad unterwegs in ihrer neuen alten Heimat Schleswig-Holstein. Seitdem sie hergezogen ist, nutzt sie das Rad immer öfter. Denn sie weiß, wer regelmäßig in die Pedale tritt, stärkt die Pumpfunktion des Herzens, baut überschüssige Fettpölsterchen ab und kräftigt Muskeln und Lunge. Aber nicht nur das. Man darf nicht unterschätzen, welche Vorteile das Radfahren für die Psyche hat. Ja? Also 30 Minuten reichen schon aus, dass so viel Endorphine ausgeschüttet werden, dass man schon gar nicht mehr weiß, wohin damit. Fahrradfahrer haben viel weniger Depressionen. Das hängt damit zusammen, dass dieses gleichmäßige in die Pedale treten und die Augenbewegung, die sich ja immer wieder bewegen, dazu führen, dass man viel besser drauf ist. Stresshormone werden abgebaut. Top. Und Fahrradfahren ist gelenkschonend. Denn das Rad trägt den Löwenanteil des Körpergewichts. Maximal 20% sollten davon auf den Armen lasten. Hier ist allerdings Vorsicht geboten. Und deswegen ist die Handstellung ganz wichtig, denn es ist wie bei einem Wasserschlauch. Wenn der abgeknickt ist, dann fließt ja auch kein Wasser mehr durch. Und so ist es bei den Nerven auch. Das heißt, wir dürfen die Handgelenke nicht zu sehr abknicken. Die sollen in der idealen Funktionsstellung, am besten ist ein leicht gebeugter Lenker, einfach drauf verweilen. Wenn man eine gute Körperhaltung einnimmt, kann Radfahren sogar gegen Rückenschmerzen helfen. Insbesondere der untere Rücken und die kleinen Muskelgruppen rund um die Wirbelsäule werden beim Radfahren trainiert. Für die optimale Haltung holt sich Charlotte auch schon mal Tipps vom Fahrradhändler Jochen um die Ecke. Wenn du jetzt mit dem Bein auf die Pedale gehst, geh mal zurück bitte. Ne? So, dann siehst du hier, hast du jetzt einen schönen Winkel drin und das macht den runden Tritt. Das ist nämlich optimal. Dann geht es nicht auf die Knie, nicht auf den Rücken und dann eben mit einem leichten S in der Wirbelsäule. Ja, bloß S. Nicht so einen runden Tritt. Nee. Hier in Kappeln an Schlei und Ostsee sind viele Leute mit dem Rad unterwegs. Perfekt für einen kurzen Personencheck. Fahrradkopf Kalinder ist mein Name. Ich überprüfe die Gesundheit der Fahrradfahrer. Haben Sie Beschwerden durchs Fahrradfahren? Nein. Nein. Das ist sehr gut. Das deutet darauf hin, dass bei Ihnen alles gut eingestellt ist. Viele haben nämlich Schmerzen und denken, das kommt vom Fahrradfahren und sei normal. Aber dann muss man das Fahrrad eben noch mal neu einstellen. Deshalb schaut Fahrradkopf Kalinder zuerst auf die richtige Haltung. Weil man erkennt immer, ob die Sattelhöhe richtig ist, daran, ob der Fahrradfahrer so hin und her rutscht immer oben drauf. Können Sie mal einmal vorfahren? Ja. Das sieht gut aus. Anhalten noch mal bitte. Ich dachte, Sie wollten jetzt hinterherlaufen. Das Knie muss durchgestreckt sein. Ja, fast. Also es muss so einen ganz leichten Knick haben. Gucken Sie da mal hin. Ja, ich guck da hin. Ja. Ja, das sieht super aus. Aber kommen Sie denn... Ah, und der Sattel sinkt ab. Nee, das ist nicht gut, dann gibt es Knieschmerzen. Sehen Sie, und deswegen... Haben Sie Beschwerden? Nee, ne? Noch nicht. Noch nicht, gut. Nee, das ist schön. Und der Schnurrbart sitzt auch. Gute Fahrt. Ja, danke schön. Bei manchen beißt dann aber sogar Fahrradkorb Kalinder auf Granit. Ah, die müssen den Fahrradsattel ein bisschen erhöhen. Muss ich nicht. Wieso denn nicht? Weil ich so fahren will. Ach, sie, ich mir, oh Gott, es gibt auch so unbelehrbare. Auch das Thema Helm spielt bei der Gesundheit natürlich eine große Rolle. Allerdings, ich komme mal nicht zu nah, das hier ist nicht gut, ne? Wenn Sie da stürzen, dann fällt der Helm einfach vorne rüber oder rutscht in den Nacken. Noch schlimmer. Was macht denn der Helm am Lenkrad? Ja. Hält da besser. Hält da besser. Ja. Papa, nee. Da müssen Sie doch aufpassen, dass der Sohnemann hier den Helm nicht am Lenkrad hat. In der Natur mit dem Fahrrad unterwegs. Für Charlotte Kalinder eine der schönsten und gesündesten Fortbewegungsarten, die es gibt.